Genau, ich bin gebeten worden, ein bisschen was zu meiner Person zu sagen, zu der Philosophie unserer Schule und dann ein paar ganz konkrete Beispiele, was machen wir denn? Und am Ende möchte man ein bisschen was auf die Denkvoraussetzungen, Paradigmenwechsel, die meiner Meinung nach notwendig sind, um Schule irgendwie so zu gestalten. Ich bin hier in Berlin zur Schule gegangen, wollte eigentlich nur zum Studium weg, damals war noch eine Mauer um die Stadt, weil ich das ein bisschen kleinkariert fand, immer in West-Berlin zu bleiben, habe dann in Tübingen begonnen, Mathematik und Sport zu studieren, war ein Sommer in Cortland, USA, was sich wirklich gelohnt hat, um zu sehen, dass die Welt auch anders sein kann. Dann in Graz studiert und auch geheiratet, dann in Braunschweig mein Studium tatsächlich zu Ende gemacht, war fast 20 Jahre in Hessen Lehrer und bin jetzt seit ein bisschen mehr als 10 Jahren in Düsseldorf, habe am Ende noch so nebenbei in der Sporthochschule in Genderwissenschaften promoviert über Männlichkeiten und Sport. Das heißt, ich wusste aus meiner Biografie schon vor dem 9. November 1989, dass Dinge sich ändern können. Habe irgendwann diesen Schlagwort kennengelernt von der normativen Kraft des Faktischen. Das heißt, das, was jetzt so ist, das muss so sein und das ist auch richtig so. Und in deutschen Schulen speziell, glaube ich, ist das eine der Hauptprämissen in dem Kopf. Die Dinge waren schon immer so, die sind so und die sind auch richtig so und die sind auch unveränderbar. Spätestens seit dem Fall der Mauer weiß ich dann, okay, Dinge, die auch in meinem Kopf immer so waren, können sich tatsächlich schlagartig ändern. Ich musste lachen, wie ich an die Hermann-Ehler-Schule in Steglitz zurückkam, 2006 zu 100-jährigen Jubiläum, dann stand tatsächlich die Kreidetafel immer noch ein unverzichtbarer Teil für Unterricht. Ich wusste, seit 4 Jahren arbeiten wir ohne Kreidetafeln, es geht auch ohne. Wenn man die hat, ist nett, aber es muss nicht sein. Aber es hat etwa so viel zu tun wie diesen, glaube ich, bekannten Ausspruch vom Kaiser Wilhelm, dass ich glaube an das Pferd, das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Was versuchen wir zu machen in einer Schule, wo es uns um Leben, um Vielfalt, um kritisches Denken geht? Wir leben hoffentlich eine Schulkultur der Beziehungspädagogik und habe mich gefreut, am Ende auch zu hören, dass es bei aller Technik immer um Menschen geht. Und es geht uns ganz speziell um Menschen, um junge Menschen, aber auch um uns als Menschen, die wir in diesen Schulen leben und arbeiten. Martin Buber hat es genannt, alles wahre Leben ist Begegnung. Der Soziologe Hartmut von Rosa hat auf ein paar Bildungskongressen den Begriff der Resonanz geprägt. Dort, wo etwas in Schwingen kommt, wo so Resonanz ist, da gelingt Leben, da kann Schule gelingen. Die Hits, die Schule thematisieren, gut, die sind ein bisschen alt, von Alice Cooper, School's Out, oder Pink Floyd, Another Brick in the Wall, oder eine Zeile in Mad World von Tears of Fears, He Looks Right Through Me, beschreiben Schule als ein System, wo überhaupt keine Resonanz passiert. Das ist tot, das ist aus, da kann nichts laufen. Wir machen ganz viel mit Tanz, mit Theater, wir tanzen übrigens auch auf Rolltreppen in Einkaufszentren. Alles, was irgendwie Spaß macht, alles, was irgendwie Bewegung bringt, wo Begegnung mit Schülern stattfindet, das ist lebendig, das macht Spaß, das ist schön. Kann ich das Wasser benutzen? Oder gibt es anderes, das von jemandem? Super. Dann kommt auf dieser Name Freies Christliches Gymnasium, mir ist extrem unglücklich, ich habe dem Träger oft gesagt, er soll es irgendwie ändern, weil es einfach nach Fundamentalismus, nach irgendwelchen Grausamkeiten klingt. Ist leider so. Wir haben das versucht, auf 3 Sachen rauszubringen. Das eine ist, ich sehe dich. Ich kann leider nicht alle Namen meiner Schüler auswendig, aber ich bemühe mich, hinzugucken, Menschen tatsächlich zu sehen, Persönlichkeiten wahrzunehmen, ihnen zu vermitteln, du bist gut so, genau so, wie du jetzt bist und nicht aus dir muss erstmal irgendwas werden. Und dann auch sehr nüchtern zu sagen, wir wollen dir helfen, einmal mehr aufzustehen, als du hingefallen bist. Es gibt genug Pannen im Leben, große Schwierigkeiten. Und es wäre völlig Augenwischerei zu sagen, das ist alles immer nur schön. Der persische Dichter Hafiz, und die meisten Iraner kennen immer noch Hafiz besser als den Koran. I rarely let the word no escape from my mouth, because it's plain to my soul that God has shouted yes, yes, yes to every luminous movement in his existence. Wir glauben, dass Leben tatsächlich gelingen kann. Und das letzte Allgemeine. Wir haben von Peter Fratter und so ein paar Prinzipien übernommen, die wir für sehr nützlich halten, für die Nicht-Mathematiker unter uns. Man kann aus einem gleichseitigen Dreieck eine Schneeflocke machen, indem man immer in der Mitte einer Strecke einfach ein Dreieck aufsetzt. Das sieht dann zuerst so aus.
dann die zweite, dritte, vierte Stufe, was einfach besagt, dass wo wir Strukturen haben, wo wir Prinzipien erkennen, dann gilt es nicht nur auf Leitungsebene, sondern geht es darum, wie gehen wir mit Referendaren um, wie gehen wir mit Hausmeistern um, wie gehen wir mit Eltern um. Und Respekt ist eines der Basics. Respekt heißt, dass ich Verschiedenheit, Diversity wirklich begrüße und weiß, Menschen sind unterschiedlich alt, haben unterschiedliche Interessen. Das zweite Prinzip ist, wir wollen immer Selbstständigkeit. Ich bin Vater, bin Großvater und ich weiß genau, wenn ich Kindern Laufen beibringe, die laufen weg von mir. Aber das ist das Ziel davon, dass sie laufen lernen. Wenn sie zurückkommen, ist ganz nett. In der Schule geht es immer erst recht darum, Menschen auch auf das vorzubereiten, was später kommt. Aber erstmal sind es, keine Ahnung, im Gymnasium 8 oder 9 Jahre, je nach Typ oder manchmal auch 10, die Schüler da verbringen. Aber es geht immer auch danach, es gibt ein Leben auch danach, Berufsleben, Familienleben, Leben in Gesellschaft, in Kommunen. Was wir immer wollen, ist, dass Menschen selbstständig agieren. Wir glauben, dass man Schule strukturieren kann, dass man Räume, Zeiten so strukturieren kann, dass Leben tatsächlich gelingt. Und wir sind tatsächlich ins Gelingen verliebt. Wir glauben, dass ein Glas halb voll sein kann und nicht halb leer und versuchen in dieser Weise zu arbeiten. Als letzte Vorausmerkung, wenn man bei uns ins Gebäude reinkommt, sagen Leute, es ist mehr eine Kunsthalle. Ja, die Kunstwerke sind in erster Linie die Menschen, die da herumlaufen. Wir haben ab und an auch tatsächlich große Künstler da, Shadi Gaderian, eine iranische Fotografin, unsere erste Ausstellung, die eigentlich sehr schön gezeigt hat, dass Frauen im Iran durchs Internet sichtbar werden können, auch für viele junge Leute. Sie machen sich mehr im Internet sichtbar als in der wirklichen Welt. Wir haben das Berliner Themenjahr Zerstörte Vielfalt 2013 aufgenommen und wir hatten im Jahr 2014 Ausstellung aus der Ukraine, weil der große Bruder eines Schülers zufällig auf dem Maidan war. Der hat auf der AIDA vorher fotografiert, erschütternd, faszinierende Fotos. Der DFB hatte eine Ausstellung, Schwarzer Adler, Weißer Adler über deutsch-polnische Fußballspieler. Für die, die es nicht wissen, das erste Tor einer deutschen Fußballnationalmannschaft bei einer WM wurde von einem Polen geschossen. 1934, der hat bei Fortuna Düsseldorf gespielt. Damals war da noch was. Im Jüdischen Museum gab es ja eine Ausstellung von Fred Stein und ich habe die Frechheit, einfach die Kuratoren zu fragen, kann man die auch in die Schule bringen? Der Sohn Peter Stein sagt, ja, kriegen wir hin. Hatten wir dann im November. Das ist der Ethos, in dem wir dann auch digitale Medien entwickeln. Und ich glaube, es ist wichtig, dass digitale Medien nicht irgendwie als ein Punkt kommen, sondern dass es ein ganz natürlicher Teil von Schulentwicklung sind. Wir haben in unserem Flyer geschrieben, im Rahmen der Richtlinien und Lehrpläne des Landes Nordrhein-Westfalen wird der Unterricht in vielfältiger Weise unter Berücksichtigung traditioneller Bildungsinhalte, Einbeziehung pädagogischer Entwicklung und dem zur Gewohnheit werdenden Einsatz moderner Medien gestaltet. Wir alle nutzen diese Teile während Tagung, während des U-Bahn-Fahrens, während des S-Bahn-Fahrens. Darum geht es, dass die digitale Welt einfach als ganz normaler Bestandteil von Schülern und Lehrern in die Schule kommt. Der Vorteil war, wir hatten ein neues Gebäude bekommen. Ich war nicht für die Konzeption zuständig, das manches gefällt mir. Es gibt keine Waschbecken, es gibt keine Wasseranschlüsse, man spart Geld. Es gibt keine Schwammschlachten mehr, das ist wirklich pädagogisch schade, ich bedauere das. Aber wenn man investiert, es gibt keinen Grund, Waschbecken in jeden Klassenraum zu legen, überhaupt nicht. Wir haben dafür in allen Klassen und Fachräumen digitale Tafeln, wir haben überall WLAN. Das heißt, jeder Lehrer arbeitet irgendwie damit. Natürlich der eine mehr als der andere. Wir arbeiten in der Klasse 5 mit mobilen Laptopwagen, damit Kinder einfach eine Grundtechnik und in Nordrhein-Westfalen beginnt es die weiterführende Schule ab Klasse 5 für die Berliner. Mit 2 mobilen Laptopwagen, damit so die Basics einfach gelernt werden. Wir ermutigen dann ab Klasse 8, also wirklich nicht bei den kleinen Kindern, auch wirklich einen eigenen Rechner zu kaufen. Die meisten kaufen sowieso irgendwann ein. Das Ganze ist, wir versuchen eine Kultur zu ermöglichen, in der Schüler und Lehrer digitale Medien nutzen können. Und wir arbeiten dort mit digitalen Medien, wo das sinnvoll ist. Und wir evaluieren, verändern, was auch oft gesagt wurde. Und vieles, was wir heute machen, war vor 5 Jahren noch nicht auf unserem Schirm. Kurze Beispiele. Es gibt ein Deutsch-Bio-Projekt in Klasse 5. Die Kinder gehen in den Zoo, lernen in Deutsch, wie macht man eine Tierbeschreibung und erstellen dann eine Präsentation zu ihrem Tier. Natürlich lernen sie auch mit Tipp 10 irgendwie schreiben. In der Klasse 6 gibt es dann das ganz klassische Herbarium. Ja, man sammelt Blätter und tatsächlich, man geht raus in die Natur,
Uns ist immer bewusst, die digitale Welt ist die andere und die andere gibt es aber auch und die gehört ganz genauso dazu. Wir hatten ein Portfolio an verschiedenen Tools, Fähigkeiten, was Kinder können sollten. Inzwischen gibt es in NRW den Medienpass, den haben wir übernommen. Ich glaube, das ist ein ganz nützliches Instrument, einfach zu wissen, welche Kompetenzen, welche Fähigkeiten erwerben Kinder in welchem Alter und werden dann auch weiterhin angewandt im Unterricht, in der Klasse 7, in der Klasse 8. Und Lehrer greifen darauf zurück und wenn es vergessen ist, wiederholen sie das einfach nochmal. Auf Wunsch der Eltern haben wir Laptop-Klassen eingerichtet ab Klasse 8. Das heißt, jeder, der in diese Klasse wollte, hat einen Laptop. Wir haben auch eine Nicht-Laptop-Klasse, das sind oft dann die Superintellektuellen. Die Kids sind auch cool, die Eltern finden es cool, dass man an einer solchen Schule keinen Laptop hat. Es ist ganz egal, also Hauptsache wir arbeiten und das Entscheidende ist, dass die Kinder Freude am Lernen haben, dass ihr Leben gelingt. Mediales Gestalten ist ab Klasse 5. Die Kinder machen mit iStop-Motion irgendwelche kleinen Filmchen, die filmen mit ihren Handys, die filmen mit der Kamera. Das Schöne dabei ist, dass wenn die im Englischunterricht und im Spanischunterricht, im Französischunterricht, dann spielen die Szenen. Ja, und dann, wenn ich Unterrichtsbesuche bei Referendaren mache, dann läuft ein kleiner Film, dann plötzlich klingelt das Handy, weil in dem Spiel, es ist natürlich über die Tafel gesteuert, in dem Theaterstück dann tatsächlich so ein Notruf kommt und die Kinder kommen entsprechend. Also das Entscheidende ist nicht, dass man nur Sachen hat, sondern dass man eine Kultur entwickelt, dass die Kollegen da, wo sie es wollen, die Medien auch einfach nutzen. Und da sind Referendare, da sind junge Leute natürlich Vorreiter. Die Gefahr für ältere Kollegen ist, sie müssen was lernen. Okay, das kann tatsächlich passieren. Oder auch das, was vorhin schon gesagt wurde, die Schüler wissen es definitiv besser. Aber das ist kein Problem, ich bin Sportlehrer, ich konnte noch nie alles besser. Auch in meiner Zeit als Spitzensportler, als Handballer, Turnen konnten die immer schon besser. Und auch als junger Lehrer in Mathematik, ich hatte Freaks, wo ich wusste, boah, die sind geil, die Jungs. Da, aus dem kann man was richtig Großes werden. Ich habe mein Mathestudium überstanden, ich bin froh, dass ich Lehrer bin. Ja komm, zeig mir mal gerade an der Tafel, wie es geht. In 80% der Fälle kannte ich das schon. In anderen 10% brauche ich es nicht, aber die anderen 10% sind wirklich nützlich. Und wie das vorhin ist, es war eine kostenlose Fortbildung mitten in meinem Unterricht. Wir haben First-Level-Support, also Schüler helfen Schülern, mit ihrem Lehrer umzugehen, mit ihrem Rechner umzugehen, auch mit dem Lehrer natürlich auch. Wir haben den Luxus, wir haben für mehrere Schulen einen IT-Administrator, der sich um das Funktionieren dieser ganzen Geräte kümmert. Und das ist meine dringende Bitte an alle Schulen und Institutionen, das nicht über Entlastungsstunden von Kollegen zu machen, sondern die Lehrer wirklich freizusetzen, dass sie mit Schülern agieren können, dass sie miteinander agieren können. Oft kommt dann der Kernspruch, was ich das Kerngeschäft des Lehrers ist, unterrichten. Ich würde sagen, das Kerngeschäft sind gelungene Beziehungen. Das ist dreist, ich weiß, aber wenn ich irgendwie daran glaube, die Frau kann es und die Frau meint es gut mit mir, dann lerne ich das. Völlig egal, was es ist. Ja, wenn ich meine, der ist doof oder der mag mich nicht, vielleicht lerne ich es trotzdem. Die meisten Kinder lernen auch ohne Schule, wenn wir ehrlich sind. Aber Schule ist dafür da, dass auch die anderen, die Schwierigkeiten haben, lernen und einfach Beziehungen gestalten können. Wir haben seit 2 Jahren Moodle als Plattform, um Dinge abzulegen. Mein Kollege bekommt einmal in der Woche eine Freitagsmail, wo alle dienstlichen, offiziellen Infos drinstehen. Die einen drucken es aus, die anderen schaffen sich einen Ordner an, manche lesen es, alle sollten es lesen. Es ist so. Die Eltern bekommen seit 3 Jahren einen Newsletter, der kommt 10-mal im Jahr. E-Mail-Verteiler, den können Sie natürlich weiter verschicken. Kostet mich nur die Ideen. Und ein Freund, der den ein bisschen digital bearbeitet, ansonsten wird er einfach verschickt, kein Papier verschwendet, nichts anderes. Es gibt natürlich Grenzen und es gibt auch Gefahren digitaler Medien. Die Laptop-Klasse schreibt in Informatik lieber auf Papier als auf dem Rechner, weil diese ganzen Notizen da viel besser zu machen sind. Im Physikunterricht glaube ich fast gängig auch nur noch mit Papier wieder, weil ich immer gesagt habe, nutzt die Dinger, wenn ihr wollt. Ich habe auch den Eltern gesagt, wenn ihr Kind einen Laptop anschafft, manches wird trotzdem noch mit Hand geschrieben. Wir haben das Riesenproblem, die Abiturarbeiten müssen linear per Hand geschrieben. Wer da geht, nicht mit Drag und Drop Textbausteine einsetzen. Die Deutschlehrer sind auf Fortbildung, sie sollten überlegen sich, was passiert, wenn ich in der ganzen Schulkarriere zu Hause alles immer mit Textbausteinen machen kann. In Klassenarbeiten sind wir beide testweise zu versuchen, aber im Zentralabitur keine Chance. Das muss linear geschrieben werden. Wie bereite ich Kinder darauf vor? Ich weiß es nicht. Die Klassen, gerade die Laptop-Klassen, haben internetfreie Ruhezeiten verarbeitend. Vereinbart, bis wann müssen Hausaufgaben beim Moodle eingestellt werden, bis wann dürfen sie abgegeben werden, genauso am Wochenende. Das sind Kommunikationsprozesse.
Die Projektwoche der Laptop-Klasse war eine Woche ohne Strom. Es war keine Idee von mir. Ich fand die Idee total toll. Die haben keinen Strom gehabt, die haben kein Handy gehabt. Das Erste, was sie gemacht haben, wie sie nach Hause gekommen, war am Duschen. Es war nicht das Handy einstellen. Ein Kollege von mir, Freund von Micha, auch der zurzeit auf der Tor Heyerdahl segelt, hat mir geschrieben dann, Schüler sind auf dem Segelschiff, fahren rüber in die Karibik. Ersten Tag, was sie machen, sie lassen die Handys aus, sie gucken sich das Land an. Ganz bewusste Entscheidung, sie hätten die Chance gehabt, ins Netz zu gehen. Natürlich haben die Pädagogen die ein bisschen begleitet. Ja, aber es war klar, es war auch kein Rebell. So ein Schüler sagt, nein, den ersten Tag, wenn wir in der Karibik sind, wir gehen raus. Und am zweiten Tag rufen wir unsere Mails ab und checken die anderen Sachen. Also ich glaube durchaus, dass junge Leute in der Lage sind, dass Kinder in der Lage sind, auch zu wissen, dass es da Grenzen braucht. Und man kann sie dahin begleiten, das zu machen. Eine der wenigen Verbote, die ich tatsächlich als Schulleiter lasse, ich verbiete meinen Kollegen und den Eltern Konflikte per Mails auszutragen und es geht so schnell, dass da irgendwas reingehackt wird, das weiß jeder, ich bin da relativ strikt und werde ich es mit gesagt, Leute, das interessiert mich gar nicht, komm her, guck mich an, schreib mich von mir aus gerne an, ist überhaupt kein Problem, aber per Mail werden keine Konflikte ausgetragen, überhaupt nicht. Und natürlich gibt es Gefahren, es gibt gute Projekte, Zartbitter ist eine Truppe aus Köln, die mit Theaterstücken an Schulen kommt. Kommen wir zurück um den Ethos. Lehrbücher sind die Jugenderinnerungen alter Leute, hat George Bernard Shaw irgendwann mal gemeint. Generell müssen wir jetzt sagen, wir sind einfach älter als unsere Schüler, ist okay. Aber die Zukunft geht nach vorne irgendwo. Und natürlich sagt keiner mehr, ich weiß alles. Ja, aber wenn dieser Satz, unser Wissen ist Stückwerk, kommt, da erinnert mich bei vielen so an diese Pyramide und naja, es fehlt nur noch ein ganz bisschen und dann weiß ich alles. Wenn man die Pyramide umdreht auf dem Kopf, den Pyramidenstumpf, dann kann da wirklich was draus werden. Ich weiß ein ganz bisschen, ja, und ich weiß, was ich alles nicht weiß. Und da ist so viel mehr, was ich entdecken möchte. Dieses ganze Maschinendenken von Schule, diese Metaphern von der industriellen Revolution, die immer wieder in unseren Köpfen stecken, sind grausam, weil die Welt ist keine Maschine. Ich habe vor, glaube ich, 5, 6 Jahren diesen Satz gelesen und das war so mein großes Aha-Erlebnis. Das Leben ist nicht mal nach Zahlen. Ja, es geht nicht dir darum, die 1 in Rot und die 2 in Grün auszumalen und wehe, du malst über die Linie. Mistdreck. Mist. Zero is all. The real fun starts. There's too much counting everywhere else. Fragen sind herzlich willkommen. Vielen Dank.